Ah, okay. So wirst du eine Zecke los. Du hast dieses Video wahrscheinlich angeklickt, weil du gerade einen Zeckenstich an dir entdeckt hast. Vorweg, keine Panik. Zecken können zwar Krankheiten übertragen, von 100 Zecken sind aber selbst in Risikogebieten nur bis zu 5 mit FSME infiziert. Die Wahrscheinlichkeit, dass du an einer Borreliose erkrankst, liegt sogar nur bei 0,3 bis 1,4%. Also, was tun bei einem Stich? Wichtig ist, dass du die Zecke so schnell wie möglich entfernst. Denn je länger sie saugt, desto eher könnte sie Erreger übertragen. Im Idealfall hast du eine Pinzette oder eine Zeckenkarte bei dir. Wenn kein geeignetes Instrument zur Hand ist, tun es aber auch deine Fingernägel. Egal womit du es machst, wichtig ist, dass du die Zecke so nah wie möglich an der Haut packst. Dann ziehst du sie langsam und gerade heraus. Beachte dabei bitte, dass du den Hinterleib der Zecke nicht quetschst. Auf Hausmittel wie Öl oder Klebstoff solltest du verzichten. Das stresst die Zecke und bringt sie dazu, vermehrt infektiösen Speichel abzugeben. Auch drehen solltest du das Tier besser nicht. So erhöhst du nur die Gefahr, dass der Kopf abbricht und in der Haut stecken bleibt. Die Zecke ist raus. Und jetzt? Wenn du die Zecke erfolgreich entfernt hast, solltest du die Wunde mit einem geeigneten Spray desinfizieren. Die ersten 2 Wochen danach. Unmittelbar nach einem Zeckenstich ist die Einstichstelle meist gerötet und juckt etwas. Diese normale Entzündungsreaktion bildet sich nach dem Entfernen der Zecke aber meist bald wieder zurück. Du solltest jedoch beobachten, ob sich einige Tage oder Wochen nach dem Stich ein roter Hautfleck an der Einstichstelle bildet, der sich ringförmig ausbreitet. Eine solche Wanderröte ist ein Hinweis auf eine Borreliose. Manchmal erscheint statt der ringförmigen Hautrötung auch nur eine unspezifische Hautrötung, die wandert. Bei Verdacht auf eine Borreliose kann eine Antibiotikatherapie erfolgen. Wenn du nach einem Zeckenstich eine Wanderröte bemerkst, solltest du dich also frühzeitig und auch dann, wenn du keine weiteren Beschwerden hast, an deinen Hausarzt wenden. Achte auch auf mögliche Anzeichen einer FSME. Grippesymptome wie Abgeschlagenheit, Fieber, Gliederschmerzen oder Kopfschmerzen können erste Anzeichen von FSME sein. Auch bei einer Borreliose, bei der sich keine Wanderröte entwickelt, können manchmal solche grippeähnlichen Beschwerden auftreten. Solltest du in den ersten 2 Wochen nach dem Stich etwas davon an dir bemerken, dann wende dich an deinen Hausarzt. Du willst weitere Informationen und Hilfestellungen rund um das Thema Zeckenstiche? Dann klicke einfach auf den Link in der Beschreibung. Mehr Infos findest du auch auf aok.de. AOK, die Gesundheitskasse.